So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke. Das ist der Ramses, das ist der Hannes. Moin. Wir haben, als Hannes letztens da war, die ganzen Taki-Sorten durchprobiert, die ich gefunden habe, die wir gefunden haben, die er mitgebracht hat, die ich so irgendwo aufgegabelt habe. In der Zwischenzeit ist so viel Zeit vergangen, was ihr gar nicht mitkriegt, weil das nämlich direkt sich anschließt an den Taki Tuesday, denn wir haben nochmal zwei Sorten gefunden, beziehungsweise Pupsi hat auf irgendeiner Seite so eine komische schwarze Sorte gesehen, die heißt Takatrin. Die gibt es aber erst in der nächsten Folge. Wir wollen nämlich heute New Cheesy Flavor Takis Intense Nacho probieren. Und Nacho hat sowieso drei verschiedene Sorten, glaube ich. Hier seht ihr, da ist nichts weiter dabei. Da sind Röllchen, da steht Nacho. Da sind keine Limettenstückchen. Bei dem anderen steht ja irgendwie ja was anderes drauf, weil das halt alles so mit Limettenflavor ist. Da steht extra sogar dabei non-spicy. Also die sollen überhaupt gar nicht scharf sein. Auch das Thermometer hier zeigt euch an, dass also das Thermometer, das ist im grünen Bereich. Das heißt, es könnte die erste Sorte sein, die richtig gut schmeckt, weil die einfach nur Käse, Röllchen sind. Ohne störenden Limettengeschmack. Dafür wollen wir die aber heute mal probieren, mal testen. Wir haben die besondere Nacho-Sorte schon gehabt. Das ist Intense Nacho, einfach nur non-spicy, nur mit Käse, New Cheesy Flavor. Auch eine richtig breite Tüte, wie man sieht. Oh, mittlerweile gibt es ja auch, du siehst hier, es gibt hier Tagi Pops, es gibt Tagis Waves, also geriffelte Chips, und dann gibt es wie so Bällchen, aber das interessiert mich alles komplett gar nicht. Auch das Popcorn, was es dann gibt, oder die Nüsse, interessiert mich alles gar nicht. Ich will die Original Takis probieren, ich will die testen, der Rest ist einfach egal. Jetzt sieht die Tüte so riesengroß aus. In der Tüte ist trotzdem nur so wenig drin. Adi-Schatz, nein, das ist für Thumbnail. So, guck so. Das müssen wir jetzt hinstellen und würde sagen, probier mal, Hannes, und sag mir dann mal, wie das schmeckt. Non-spicy. Tagis, einfach nur geröllter Fotz am Darm, und mal gucken, wie es schmeckt. Jo. Was spricht der Fachmann? Nix. Da haben wir es schon. Hannes muss erstmal das Skript aufschreiben und dann wiedergeben. Besser als alle anderen. Besser als alle anderen. Und da sind wir schon bei dem Punkt. Ich finde das ja gut, dass das Tortillas sind. Gerollte Tortillas. Ja. Weil die schön fest sind. Du hast wirklich richtig schön was zum Knuspern. Ich hasse ja, wenn du so richtig dünne Chips hast, mag ich gar nicht. Ich bin ein Freund von so Tortilla-Mais-Chips in der Dreieckform. Was ich nur als Problem sehe, es gibt von den normalen Tortilla-Mais-Chips auch dreieckige mit Cheese-Flavor. Und die schmecken gefühlt halt fast genauso wie die, sind aber viel günstiger und ist einfach mega viel drin. Du hast so einen 300-Gramm-Beutel für 99 Cent und hier hast du vielleicht nicht mal 100 Gramm, hier hast du 92,3 Gramm. Also 100 Gramm für 5 Euro gegen 300 Gramm für 1 Euro. Während du beides mal Mais-Snacks hast, mit fester Konsistenz, nur dass das gerollt ist, das andere ist dreieckig. Also die schmecken richtig gut, muss ich sagen. Gefallen mir, aber da kann ich auch ganz normale Cheese-Tortillas, die dreieckigen, essen. Dann habe ich denselben Geschmack, selbst wenn du ins Kaufland gehst von Car Classic, diese Billig-Tortillas für 99 Cent, riesen 300-Gramm-Beutel, hast du gefühlt denselben Geschmack, musst du keine 5 Euro für ausgeben. Ist wieder mal extrem overhyped, aber da ist nichts Besonderes dran. Das hat einfach Käsegeschmack, schmeckt, aber kannst du auf jeden Fall günstiger haben. Ja. Also die sind lecker, die sind auf jeden Fall lecker, aber da ist halt so gut wie nichts drin. Guck mal, die Schüssel ist im Prinzip schon leer, obwohl du gerade mal drei Dinger gegessen hast. Egal, das war es jetzt von unserer Seite aus. Wir haben ja noch eine super geniale, brutale, heftige Sorte am Start. Aber das in der nächsten Folge. Da gibt es nämlich dann diese schwarze Tüte.
diese schwarze Tüte Takatrin. Und ihr habt ja auch wieder Jalapenos drauf, ihr habt ja auch wieder Limettenscheiben drauf. Oh Gott. Und es ist auch wieder Maestro Pikant Level Schärfe. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, euer Hannes. Viel Zeit.